Herr Schneider, das Jahr 2024 ist ja schon mitten im Arbeitsprozess, ja? Also man kann nicht sagen, dass es einen langsamen Jahresauftakt gab. Dieses Jahr steht ganz viel an, was Burghausen in der Vergangenheit schon vorbereitet hat. Abschlussarbeiten von Bauprojekten zum Beispiel, wenn wir die Burghauser Schulen anschauen. Die Stettheimer Schule, die Kameraschule und auch in der Pestalozzi-Grundschule stehen Umbaumaßnahmen an. Was erwartet denn die Burghauser Schüler und ihre Familien? Also wie immer viel. Also in Burghausen ist einfach immer viel los. Und das neue Jahr, die Arbeit geht am 1. Januar los und hört am 31. Dezember wieder auf, weil man immer was zu tun hat und Dinge in Bewegung setzen, weil Dinge in Bewegung setzen will. Und weil es, glaube ich, auch für die Stadt einfach gut ist. Also Kameraschule wird fertig. Kameraschule in der Neustadt an der Mozartstraße, ein großer Erweiterungsbau, der jetzt dann Ende April, Anfang Mai fertig werden wird. Und die Schule ist dann ja, fast doppelt so groß, wie sie bisher war. Also es ist eine echte Vergrößerung, weil wir brauchen Platz. Wir brauchen Platz, weil immer mehr Kinder in Burghausen da sind. Die brauchen einen guten Start ins Leben. Die brauchen gute Kindergärten. Da haben wir viel gemacht. Und die brauchen dann gute Schulen, gute Grundschulen. Also Kameraschule fertig bauen. Hat dann so 13, 14 Millionen Euro gekostet. Und in dem Gebäude mit untergebracht ist die Pestalozzi-Schule. Die ist vom Landkreis für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Aber es ist integrativ, also nicht getrennt, sondern es geht ineinander über. Ja. Die waren bis jetzt in der Altstadt in der Stettheimer Grundschule. Aber da ziehen sie aus. Wenn das Gebäude in der Neustadt fertig ist, ziehen sie in der Neustadt ein. Wie gesagt, ungefähr im Mai. Und dann geht es in der Altstadt weiter. In der Stettheimer Schule, unserer Grundschule in der Altstadt, steht auch die Renovierung an. Auch die Renovierung, damit das im historischen Gemäuer eine ganz moderne Schule wird. Barrierefrei, auch mit den Belangen des Denkmalschutzes abgestimmt. Also modern, mit moderner Einrichtung und dem Denkmal im Einklang. Und da geht's, wenn die Pestalozzi-Kinder ausgezogen sind, im Mai los. Und dann wird es für die Schüler, glaube ich, da freuen sich die in der Altstadt drauf. Ja, da gibt es schon große Gerüchte und die Eltern und die Kinder sind schon ganz heiß, was da dann passieren wird, wo die in die Schule gehen dürfen. Genau, die freuen sich, glaube ich, nämlich, weil die dürfen auf die Burg. Mhm. Auf der Burg, da war ja früher mal die Theaterakademie, ganz früher die Jugendherberge, dem langen Gebäude vor den Schwurfingern. Und da zieht dann für die Umbauphase die Stettheimer Grundschule ein. Also die Kinder werden dann aus der Altstadt auf die Burg raufgehen, werden da in die Schule gehen. Ich fürchte, sie werden da gar nicht mehr zurück wollen in die andere Schule. Also die haben da Top-Unterbringungsmöglichkeit. Und dann sind wir nach ungefähr 1,5 Jahren fertig. Also irgendwie so um den Jahreswechsel 25, 26 wird dann die Stettheimer Schule auch renoviert sein. Und dann haben wir in der Amtsperiode die Kameraschule fast verdoppelt, die Stettheimer Schule erweitert, für die Pestalozzi-Schule neue Räume geschaffen, haben beim Kindergarten vorher schon was gemacht, jetzt in Liebfrauen beim Pfarrsaal, haben die Mini-Kita eröffnet, also da ist was weitergegangen. Und wenn die Kinder dann zu jungen Erwachsenen geworden sind und sich vielleicht interessieren für einen Studiengang zu Hause, regional verortet und vielleicht sich mit zum Beispiel Wasserstoff oder mit chemischen Verfahren oder mit Studiengängen rund um dieses naturwissenschaftliche Thema beschäftigen möchten und auch noch in Burghausen studieren wollen, da wird er in Zukunft dann auch, wenn das Technikum gebaut ist, eine Möglichkeit vor Ort für hochkarätige Forschung sein. Unbedingt. Das Wichtige ist, dann lernen jetzt, die in Burghausen studieren, Menschen aus der ganzen Welt kennen. Denn aus der ganzen Welt kommen Menschen nach Burghausen, um hier zu studieren, an unserem Campus Burghausen, an unserer Hochschule, und vornehmlich Chemie zu studieren. Man kann auch Betriebswirtschaft studieren, man kann Kreislaufwirtschaft studieren, man kann verschiedene Dinge, die jetzt aber alle so auch mit Verfahrenstechnik im weitesten Sinne zu tun haben, und eben Chemieingenieur. Und das wird sich in der Neustadt erweitern, neben den jetzigen Hochschulgebäuden, haben wir auch die Mensa neu gemacht im Jahr 23, neben den Hochschulgebäuden kommt das Technikum hin, auf das Gelände vom Salzach-Zentrum im hinteren Teil. Da, wo früher war, da mal so Gogo etc., also in diesem Bereich, ja. Zokal ganz genau. Früher. Und da soll das Technikum entstehen. Da geht es im September los, dann wird gebaut und es baut unsere Wirtschaftsbeteiligungsgesellschaft. Die Wirtschaftsbeteiligungsgesellschaft errichtet es und dann wird es an die Campus GmbH vermietet und somit wird es von Landkreis und Stadt finanziert, was eigentlich ein Skandal ist. Also ja, dafür müsste es eigentlich Fördergelder geben, vom Bund, vom Land. Normalerweise muss der Freistaat Bayern zahlen.
Denn die sind laut Verfassung zuständig für diesen Bereich der Universitäten. Wir bekommen hohe Förderung. Mir ist gelungen, dass wir die Förderung von 5 Millionen, das war der Stand Anfang 2020, jetzt erhöht haben auf 26 Millionen. Gratulation. Baukosten sind auch gestiegen, aber Es ist viel Geld, das wir bekommen. Eigentlich müssten wir aber alles bezahlt bekommen, denn wir sind nicht zuständig, weder Landkreis noch Stadt. Wir haben die Hochschule hier zum Laufen gebracht, wir haben schon viel investiert. Jetzt muss dann der Freistaat mal einspringen. Und da ist auch dann immer der Unterschied so ganz sichtbar. Eine technische Hochschule, eine FH, ist genauso viel wert wie eine Universität. Unbedingt. Also ich habe selber damals Betriebswirtschaft in Rosenheim an der Fachhochschule studiert, einfach weil man dachte, das ist praxisnäher. Da kann man es besser verbinden. Ich habe auch das ganz normale Abitur gemacht, also ich hätte Uni oder FH mir aussuchen können. Bin dann aber bewusst an die FH gegangen, weil ich es richtig finde. Und das ist ja auch der Vorteil an unserem Studienort Burghausen. Die Nähe zur chemischen Industrie, mitten im Chemiedreieck, kurze Wege zu den Professoren, wunderbare Stadt und dann natürlich auch hochrangige Einrichtungen. Und jetzt, weil Sie es vorher angesprochen hatten, Wasserstoff, das ist unser Thema. Also Wasserstoff ist das Thema von Burghausen, das ist die Zukunft. Da bin ich überzeugt, nicht Wasserstoff, damit Autos damit fahren oder man Häuser beheizen kann, sondern wie kann man Wasserstoff als Bauteil in der chemischen Industrie verwenden. Denn alle, egal in welcher Geschwindigkeit, werden klimaneutral werden müssen. Und darum ist es gut, vorne dran zu sein, das über Wasserstoff zu erforschen mit unserem Studiengang, aber auch mit so großen Projekten wie dieser Förderung Reallabor. Also wie kann man in der chemischen Industrie zusammen mit Hochschule Dinge erforschen, weiterbringen, damit da wirklich neue Verfahren, neue Produkte rauskommen. Also Burghausen, Hotspot für die Zukunft. Und zur Zukunft gehört natürlich auch das ganz große, uns alle dauernd beschäftigende Thema Klima. Es konnte sich Burghausen durch Förderverfahren es leisten, eine Stelle auszuschreiben und zu besetzen, den Klimamanager. Die Klimamanagerin ist jetzt das zweite Jahr im Amt und arbeitet fleißig daran, festzustellen, wie die Stadt Burghausen aufgestellt ist. Genau. Also einmal festzustellen, wie wir aufgestellt sind. Und da gibt es unterschiedlichste Bereiche. Natürlich gibt es da den Verkehr, natürlich gibt es da das Thema Heizen, ganz klar. Gibt aber auch so Dinge, wie sind denn unsere Liegenschaften, unsere eigenen städtischen Gebäude, wie sind die in Schuss? Wo haben wir überall PV-Anlagen drauf? Wie heizen wir? Wie sind wir gedämmt? Was muss man da machen? Also wo kann man wirklich Gebäude sanieren? Wo ist Handlungsbedarf, damit man seine eigenen Hausaufgaben macht? Da steht schon ein bisschen was an. Ja, die Bevölkerung wünscht sich ja, obwohl wir eine sehr große Stadt mit Burghausen haben, noch mehr Grün in der Stadt. Richtig. Also auch das ist dann Klimaschutz. Klimaschutz, Gebäude aufräumen, Klimaschutz, sicherlich das Thema Heizung angehen, also um den Bürgern was bieten zu können. Ich bin sehr optimistisch, was die Fernwärme betrifft, denn das wäre eins von meinen Lieblingsprojekten. Fernwärme aus Halsbach, Tiefengeothermie, warmes Wasser aus Halsbach zum Heizen in Burghausen. Da sind wir in guten Gesprächen, sehr optimistisch. Und dann gehört Lebensqualität dazu. Lebensqualität, auch wenn sich das Klima ändert, also grün in der Stadt. Wie kann man schauen, dass nicht alles versiegelt wird, sondern das Wasser versickert? Wie kann man das Wasser dann speichern, damit es wieder abgegeben wird? Und wir haben ja jetzt eigentlich, wenn man aufs Jahr zurückschaut, wir haben ja einen wahnsinnig heißen Sommer gehabt. Also wo man einfach merkt, am Stadtplatz oder auch in der Maklerstraße irgendwo, da ist es in der Stadt richtig heiß. Zu heiß eigentlich. Zu heiß. Also muss man schauen, wie kann man das besser machen, Wasser in der Stadt, Grün in der Stadt etc. Wir hatten gleichzeitig ja auch die verschiedenen Niederschlagsereignisse, also wo dann auf einmal sehr viel Regen kommt. Wie kann man das machen, dass nichts überflutet wird, sondern dass es gut versickert. Und die ganzen Dinge zusammenzubringen zu einem Konzept, darum haben wir eine Klimaschutzmanagerin, die Frau Steiner, die das sehr gut macht, die wirklich ganz konkrete, handfeste Dinge macht, nicht irgendwelche Traumschlosskonzepte, sondern handfeste Dinge, damit man es in der Zukunft in der Stadt gut planen kann. Ein Thema ist ja dabei Klima und Stromerzeugung für Burghausen, die PV-Anlage am Hieringer Feld gewesen im letzten Jahr. Man konnte sich beteiligen, wenn man Interesse daran hatte. Und innerhalb dieser kurzen Ausschreibungsfrist, die Haushalte hatten ja eine Information bekommen, in der Presse war es überall publik gemacht worden, war dann auch schon das Kontingent schnell aufgeschöpft. Genau, also man merkt, das Thema interessiert. Ja. Das Thema interessiert, man konnte sich mit 500.000 Euro in der Summe beteiligen, in so Kleinbeträgen von 500 bis 5.000 je Person, damit auch wirklich viele mitmachen können.
Und wir haben mit diesem Geld, mit einem Teil, also es ist eine Teilfinanzierung, die Kosten sind wesentlich höher natürlich insgesamt, eine 4 Hektar PV-Anlage gebaut. Die wird jetzt im Frühjahr 2024 dann in Betrieb gehen. Es ist baulich soweit fertig, dauert immer unendlich, bis man es dann anschließen kann, Bayernwerk, Netz etc. Ist ein bisschen Bürokratismus und viel Abstimmungsbedarf. Und dann haben wir wieder 4 Hektar neue PV geschaffen. Also um wirklich hier Strom zu erzeugen, mit unserer Energieversorgung Burghausen, die ja auch Strom verkauft, aber er ist regional erzeugt, ist eine regionale Gesellschaft, es ist die Stadt Burghausen, ist eine gute Sache und ich freue mich sehr, dass es bei den Leuten so gut ankommt. Also dass die wirklich gern mitmachen, ihr Geld da reinstecken, weil sie einfach sagen, ist eine gute Sache, gibt auch gute Zinsen. Also beides zusammen, gute Verzinsung, gute Sache, regional, alle zufrieden. Weil gerade das auch so ein Erfolg war, ist denn denkbar, dass es ein ähnliches Modell in der Zukunft nochmal geben könnte, vielleicht mit der Fernwärme? Muss man schauen. Also ich möchte bei den PV-Anlagen auch nicht aufhören. Wir sind jetzt dabei zu untersuchen, wo kann man denn da noch erweitern? Gibt es da noch mal große Freiflächen? Wie kann man das gut abstimmen? Da gibt es so ein Schlagwort Agri-PV. Also Agri-PV heißt, wenn man eine PV-Anlage auf einer landwirtschaftlichen Fläche macht, was gibt es für Varianten, dass man die Fläche trotzdem bewirtschaften kann? Mhm. Auch mit dem Traktor durchfahren etc. Also wie kann man da Dinge anordnen? Und da sind wir dabei zu entwickeln, ob man noch mal eine große Fläche so gestalten kann. Wenn uns das gelingt, werden wir sicherlich wieder Bürgerbeteiligung machen. Da werden sich die Bürgerinnen und Bürger auch sehr freuen darüber, weil gerade, dass es so schnell auch vergriffen war, diese Beteiligungsmöglichkeit, zeigt, die Leute wollen das. Genau, die wollen wirklich was machen, wo man sagt, okay, Verzinsung muss stimmen, passt, aber auch es ist was Gutes, was man damit macht, was Sinnvolles, was Greifbares, was man anschauen kann, herzeigen kann, vielleicht den Enkelkindern, den Kindern, sich selber sagen, okay, ein Teil davon ist mit meinem Geld gemacht. Also, finde ich, gutes Gefühl. Für die Stadtgesellschaft steht ja jetzt eigentlich gerade die Saison, wo man sich miteinander öfter trifft, so richtig in den Startlöchern. Es beginnt ja jetzt dann demnächst mit dem großen Ball der Hüte, dem Revival, sagen manche, vom Vorformat Valentinsball. Ja, also zum einen ein Revival, aber zum anderen auch eine Neugestaltung. Mhm. Ich bin falsch gekleidet für den Ball. Also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich jetzt einen Zylinder auf oder einen anderen Hut, wer weiß. Denn man muss mit Hut kommen zum Ball der Hütte, logischerweise. Und man kann gern mit einem verrückten Hut kommen, man kann auch mit einem Kappi kommen, einem normalen Hut, wie auch immer. Denn man will ja gesehen werden, man will anschauen, man möchte sich vergnügen. Und das soll es sein. Das soll einfach ein Ball sein, der stilvoll ist, der locker ist, auf dem man sich vergnügen kann, wo man miteinander ins Gespräch kommt, wo man tanzt oder auch nicht, wo man an die Bar geht oder was isst, wo man den Künstlern zuhört. Also es wird verschiedene Show-Einlagen geben, es wird getanzt, es wird, ich glaube, gezaubert, es wird gesungen. Also ganz verschiedene Dinge. Ich hoffe, es kommen viele, einfach um dieses Miteinander zu genießen. Und das haben wir mit dem Valentinsball gut gemacht. Jetzt machen wir manche Dinge noch ein bisschen moderner, mit ein bisschen neuen Ausrichtungen. Jede Zeit braucht er das ihre. Aber das ist ja auch nur der Auftakt eigentlich in diese ganze Kultursaison in Burghausen. Es geht dann weiter. Wir haben die Jazzwoche wieder mit international bekannten Größen, mit dem Jugendjazz Award, der verliehen wird. Dann geht es direkt weiter mit dem Look into the Future Festival. Zum 6. Mal in diesem Jahr. Auch dieses Format, am Anfang eher kritisch beäugt und vielleicht noch belächelt in Jahr 1 und Jahr 2, hat sich jetzt etabliert. Ja, also da ist ja noch ganz viel dazwischen. Also man geht auch noch auf den Rosenmontagsball oder Kinder auf den Kinderfasching oder man geht in den Ankersaal oder man geht ins Theater oder Konzert. Es ist wirklich erstaunlich und Wahnsinn, was alles geboten ist und es ist toll. In einer Stadt mit nicht mal 20.000 Einwohnern, das muss man jetzt mal dazu sagen. Und das sind Preise bei allen Veranstaltungen, die leistbar sind. Weil es immer für alle sein soll. Mhm. Also es ist was Besonderes, es ist was für alle und es sind verschiedene Ausrichtungen. Look into the Future am Pfingsten in Reitenhaslach, von Donnerstag vor Pfingsten dann bis zum Pfingstsonntag, ist auch wieder speziell. Es ist sehr moderne Musik, es ist im Ankersaal dann zum Beispiel auch ein Stummfilm mit Live-Vertonung. Also es sind besondere Sachen, die eine Herausforderung, aber die einfach nicht so das Gewöhnliche ist, wo man sagt, da kann man jetzt überall hingehen, das hat man eh schon 25 Mal gesehen, sondern das ist so ein bisschen neu. Zum Ausprobieren, zum Anschauen, zum Wagen, zum Überraschen lassen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man einfach breit aufgestellt ist, gerade beim Thema Kultur.
bei allem, was in der Freizeit ist. So, dass sich jeder was findet und ja, das eine gute Mischung ist. Und sich auch jeder etwas leisten kann. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, gerade Kulturangebote sind in den Großstädten oft sehr hochschwellig, auch wenn die Tickets gefördert werden und so weiter, sie sind doch weit weg von denen, die vielleicht den ein oder anderen Euro doch jetzt doppelt umdrehen müssen. Da geht man dann nicht in eine Ausstellung oder. Und da ist Burghausen nicht nur so weit für alle da, dass die Ticketpreise niedrig bleiben, sondern Burghausen hat ja eine Vorreiterrolle. Die letzte Ausstellung von Marc Heinsdorf, die ist vom Fotomuseum, Dr. Robert Gerlich Fotomuseum mit der Studienkirche jetzt am Flughafen in München an Terminal 2 zu sehen. Also da sieht man auch, dass die inhaltliche Qualität sehr gut mithalten kann mit den großen Städten Bayerns. Unbedingt. Also gerade jetzt diese Ausstellung, die Sie ansprechen, da sieht man jetzt mitten am Terminal 2 die verschiedenen Fotos aus dem Urwald und allem und was man da an Bauten machen kann, so okay. Hat vielleicht Burghausen was mit in Bewegung gesetzt. Ist toll. Und ganz wichtig, der Aspekt, Kultur ist nichts Abgehobenes. Ist nichts Abgehobenes, das bloß irgendwie ganz gebildete, komische Leute sich anschauen können, sondern Kultur ist was für jeden. Wo man einfach hingeht, was man sich leisten kann, gerade in Burghausen, weil es nicht viel Geld kostet und wo man eine Wahnsinnsbandbreite hat und das sehr günstig ist, es auch einfach ausprobieren kann. Und das ist gut. Und einfach mal dabei sein kann, ohne dass man einen dichten Terminkalender voll planen muss. Bestes Beispiel sind im Sommer die Konzerte im Stadtpark am Wasserplatz, hinterm Bürgerhaus. Auch die im letzten Jahr regelmäßig sehr, sehr voll, die gesamte Wiese. Auch da, man kann da tanzen, man kann da essen, die Familien sind dabei, es sind alle dabei, die möchten. Genau. Und das ganze letzte Glück bei immer schönem Wetter. Ja. Oder ja, bei fast stimmt. Immer schönem Wetter. Es ist einfach was, Kultur bringt die Leute zusammen. Genauso jetzt wie unsere Sportangebote, unsere Dinge, die man in der Natur machen kann, einfach Leute zusammenbringen. Leute zusammenbringen allen Alters, das sieht man ganz schön. Der Bikepark ist ja jetzt in Dauerbenutzung, seitdem das Eis und Schnee wieder weg ist. Man sieht da alle Generationen und der Skatepark. Auch der Rollsport, der ja früher absolut nur die Jugendlichen von früher sind halt jetzt auch schon Mitte 40, die treffen sich da mit den jetzigen 12- bis 16-Jährigen, meistens die eigenen Kinder oder deren Freunde. Auch da passiert was, was vielleicht nicht ganz so gängig ist im ersten Moment. Rollsport in Burghausen. Ja, weil es da, glaube ich, oben an diesem Freizeitpark Lindach bei dieser Fläche sich gut ergänzt. Da kann wirklich, Oma, Opa, Enkelkind, Vater, Mutter zusammen hingehen und alle können was machen. Im Motorikpark die Geräte nutzen, je nach Schwierigkeitsgrad, mit dem Radl da an diesem Bikepark fahren oder eben skaten, ganz neu. Der Skatepark ist soweit fertig, war jetzt extra auch dort, ich habe es nicht ausprobiert, bin jetzt, also von diesen 50-jährigen Jugendlichen, bin nie Skateboard gefahren, das brauche ich auch nicht mehr anfangen, aber es ist faszinierend zum Zuschauen. Ist faszinierend zum Zuschauen, wie die mit ihren Skateboards rumfahren. Also es funktioniert alles, es ist soweit, dass wir es dann auch, wir haben eben gesagt, nach dem Winter, so im März offiziell eröffnen werden. Das ist ganz wichtig, denn wir haben eine große Förderung bekommen für diese Projekte. Eine sogenannte LEADER-Förderung, ja. Das sind EU-Projekte. Und da wurde ungefähr die Hälfte bezahlt. Also eine große, große Fördersumme. Und dann müssen wir gescheit feiern. Dann bin ich gespannt, wer alles wie skaten kann und da seine Kunststücke herzeigt. Und diese Freizeitfläche in dem Bereich der Stadt, die spricht ja ganz viele an. Es kommen auch viele von umliegenden Ortschaften extra nach Burghausen wegen diesem Zusammenspiel mit dem Spielplatz, mit dem Motorikpark. Gerade Familien, deren Kinder zum Beispiel beim Fußballspiel sind, parallel da oben in Lindach, die gehen mit den jüngeren Geschwistern dann auf den Motorikpark. Und auch das entzerrt eigentlich die Frequentierung hinten am Trimm-Dich-Pfad, wo dann die Sportler auch wirklich unter sich bleiben mittlerweile und man weniger die klassischen Hundespaziergänger am Trimm-Dich-Pfad findet. Ja, also es entzerrt gut und es wird gut angenommen. Man merkt auch, Burghausen gibt einfach was zurück von den Steuereinnahmen. Also für alle, die hier arbeiten oder für die ganze Region, nicht nur für die Burghauser. Und das ist gut, dass man nach Burghausen herkommt, dass das Angebot da nutzen kann. Ins Hallenbad kann man auch noch gehen, in den Wörsee hüpfen, ins Freibad. Also dass es wirklich alles große Sporteinrichtungen sind, große Kulturangebote sind für die ganze Region, nicht nur für die Stadt. Und da kommen auch die Leute. Ja.
Und Sie kommen auch regelmäßig zu allen Sportveranstaltungen, die angeboten werden. Und Burghausen wird sich im Herbst als Sportstadt der Öffentlichkeit auch nochmal auf einer extra Veranstaltung präsentieren. Burghausen ist eine Sportstadt. Burghausen ist die Sportstadt. Also wenn man die Einrichtung anschaut, die wir haben, Hallenbad, Freibad, die ganzen Sporthallen, den Wackersportpark, das Gelände in der Altstadt beim TV 1868, die Sportanlagen in Reitenhaslach bei der DJK, also unseren drei großen Sportvereinen, SV Wacker, TV 1868, DJK, den Alpenverein noch dazu. Mhm. Mit in der Summe weit über 10.000 Mitgliedern, wenn man die ganzen Vereine zusammenzählt. Und mit einer Wahnsinnsbreite an Sportangeboten. Also man kann natürlich Regionalliga Fußball anschauen, man kann natürlich hoffen und stolz sein, wenn Burghausen Ringerdeutscher Meister wird in der Bundesliga. Man kann bei den Judoka, beim TV oder Jujutsu dazuschauen, die auch ganz oben drin sind, bei den Cheerleadern. Man kann in Reitenhaslach Freizeitsport machen, egal ob Stockschützen, Tennis, Fußball, ganz normal. Wir machen Gesundheitssport, wir machen Inklusionssport, wir machen die Kindersportschule, wir machen die Sportklassen an den Schulen. Also ein Riesenangebot, das Burghausen hat. Und das präsentieren wir in der Sportgala. Am 10.10. in der Wackerhalle, große Sportgala, wo wir das herzeigen wollen. Wo wir herzeigen wollen, was wir alles haben und wie wichtig es ist. Wie wichtig es ist für eine Stadt, das bieten zu können und solche Ehrenamtlichen zu haben, die es machen. Und es kostet viel Geld. Es kostet viel Geld. Die Stadt Burghausen unterstützt so in etwa mit 1 Million Euro die Sportvereine pro Jahr. Also 1 Million Euro für die Vereine, das ist richtig viel Geld. Und wir wollen auch mit der Sportgala Sponsoren ansprechen. Denn ich glaube auch, die Unternehmen, die hier sind, die Burghauser Unternehmen oder auch aus der Region, das ist eine tolle Werbefläche. Das ist eine tolle Möglichkeit, Werbung für sich und sein Unternehmen zu machen und auch ein bisschen was zurückzugeben. Die Mitarbeiter können es nutzen, also beides. Stolz sein und herzeigen, bei den Ehrenamtlichen bedanken und bei den Sponsoren sagen, wäre das nicht was für euch. Finanzen ist ein gutes Stichwort, denn wir haben es gelesen in der Zeitung, es ist ein bisschen enger zu schnallen, der Gürtel, und die Projekte, gerade was Umbauten, Renovierungen zu erledigen sind, wo die Stadt beteiligt ist, da muss anders priorisiert werden, als es jetzt vielleicht im letzten oder vorletzten Jahr geplant wurde. Ja, also wir haben heuer einfach deutlich weniger Steuereinnahmen. Wir hatten 85 Millionen Gewerbesteuer im Jahr 2023. Wir planen jetzt fürs Jahr 2024 mit 31 Millionen. Von diesen 31 Millionen müssen wir die Kreisumlage zahlen. Die rechnet sich immer auf der Basis von vor 2 Jahren. Also sind schon mal 56 Millionen, die der Landkreis bekommt. Somit sieht man, der Handlungsspielraum ist schon mal deutlich geringer. Man startet schon mit einem Minus, bevor überhaupt etwas ausgegeben wurde. Genau, also muss man in die große Rücklage greifen. Die Rücklage hat 111 Millionen Geld, das wir jetzt die letzten Jahre angespart haben, um es dann auch zukünftig ausgeben zu können, genau für solche Jahre. Also wir haben ein Finanzpolster, drum sparen wir nicht bei den Ausgaben für die Gemeinschaft. Wir sparen nicht bei den Zuschüssen für Vereine, für den Sport, für die Kultur, für die Freizeitveranstaltung, weil ich glaube, es ist gerade jetzt ganz wichtig, dass die Gesellschaft zusammenhält. Dass man zusammenhält, dass man nicht jemanden ausschließt, dass alle mit dabei sind, also vernünftige Preise hat, damit es eine Gemeinschaftssache ist. Aber wir müssen priorisieren, was die Investitionen betrifft. Die Priorisierung ist Salzach-Zentrum mit dem Technikum. Die VR-Bank wird da hoffentlich ihr Gebäude errichten. Wir bauen das Technikum. Das Zweite, die besprochene Erweiterung der Kameraschule wird fertig. Die Stettheimer Schule wird begonnen. Das Dritte, wir machen die Fernwärme. Damit man einfach den Bürgern eine Möglichkeit bietet, zukünftig regional, nachhaltig, klimaneutral zu einem vernünftigen Preis heizen zu können. Ein Riesenprojekt. Eines der größten Projekte für Burghausen, die wir je gemacht haben, weil es in verschiedenen Ausbaustufen, und da sprechen wir dann mindestens von einem Zeitraum von 10 Jahren, da sprechen wir mindestens von 10 Jahren, bis es bei jedem angekommen ist, eigentlich alle betreffen kann. Wie kann man mal heizen? Wie geht das alles? Dauert noch ein bisschen. Wir sind jetzt da in der Vorbereitung. 2026 kann es losgehen, aber dann dauert es sicherlich 10 Jahre. Also Fernwärme, dritte Priorität. Das vierte, Gesundheitsversorgung. Krankenhaus Burghausen wird nicht mehr so sein, wie es war. Mit dem muss man sich, glaube ich, abfinden und muss jetzt was Gutes daraus machen. Also Gesundheitszentrum, ambulante Medizin, Versorgung hier vor Ort. Das sind unsere Prioritäten. Notfallversorgung ist ja ein großer Punkt auch. Da haben die Bürgerinnen und Bürger doch auch dann dafür, das ist eine gefühlte Angst, um die es da oft geht. Ja, also Gesundheit ist immer ein schwieriges Thema. Mhm.
weil es natürlich jeden betrifft und weil jeder, wenn er irgendwie nicht gesund ist, erkrankt, dann möchte er die beste und schnellste Hilfe haben, die man bekommen kann und möchte möglichst schnell gesund werden. Ich glaube, jedem geht es so. Wie macht man es dann? Also wenn man irgendetwas, sich eine Verletzung zuzieht, dann glaube ich, lässt man die da behandeln, wo man am besten mit dem Problem umgehen kann. Weil man vielleicht was gehört hat von anderen, die schon mit einer ähnlichen Behandlung irgendwo waren und gute Erfahrungen gemacht haben. Also wenn man stationär ins Krankenhaus muss, dann wird es Altötting sein. Dann wird es Altötting sein, da hat man wohnortnah eine gute Versorgung mit exzellenter Medizin und kann dann da gesund hoffentlich möglichst schnell wieder heimkommen. Noch besser ist, man braucht gar nicht erst ins Krankenhaus gehen, sondern vielleicht kann es ambulant behandelt werden. Also so, dass man nicht über Nacht bleiben muss. Und für dieses ambulante Angebot wollen wir in Burghausen was aufbauen. Auch als Stadt was aufbauen. Was aufbauen, dass kleinere Notfälle, eine Schnittwunde, ein Sturz, so etwas, dass das dann schnell versorgt werden kann, auch Altötting mit entlastet und hier über ambulante Strukturen, über Ärzte abgedeckt wird, die am Krankenhaus, im Krankenhaus Burghausen sein sollen. Im Krankenhausgebäude. Im Krankenhausgebäude Burghausen sein sollen und dann da die Behandlung vornehmen. Wenn jetzt wirklich etwas Schlimmes ereilt, ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, also irgendetwas, wo man den Notarzt ruft und sagt, bitte, da ist jetzt was passiert, da kann man nicht mehr selber ins Krankenhaus, sondern dann muss das über den Notarzt geregelt werden, dann wird man nach Altötting gefahren werden, weil dann immer verschiedene Abteilungen da mitwirken müssen, um möglichst schnell die Hilfe da zu bekommen. Da braucht man sehr viel Geräte und da ist man in Altötting am richtigen Ort. Für die kleineren Dinge ist man in Burghausen am richtigen Ort und da sind wir als Stadt gefordert, dass wir schauen, dass wir diese ambulante Versorgung hier stärken können, hier aufbauen können und auch eine kleine Notfallversorgung dazu haben. Das heißt, auch im Jahr 2024, wenn die Herausforderungen finanzieller Art größer geworden sind, bemüht sich die Stadt nach Kräften, eine zukunftsfähige Stadt zu bleiben und in vielen Punkten sich selbst noch zu verbessern. Unbedingt. Also Burghausen ist nie stehen geblieben. Sondern Burghausen hat immer geschaut, wo kann man besser werden, wie kann man die Leute mitnehmen und da ändern sich die Themen. Wir haben jetzt viel gemacht fürs Thema Klima, wir machen viel fürs Thema Stadtgemeinschaft, viel fürs Thema Bildung und natürlich können die anderen Dinge genauso mit dazu. Also es wird die nächsten 100 Jahre nicht langweilig in Burghausen. Ganz in der Tradition der Offenheit, die so eine alte Händlerstadt, was Burghausen in ihrer Geschichte ja auch ist, mit sich bringt. Und da schauen wir schon auf 2025 und das anstehende Großjubiläum, den Stadtgeburtstag. Genau, also ist ja immer schwierig, wann hat man genau Geburtstag? Als Mensch weiß man es. Natürlich, man hat irgendeinen Termin, aber Burghausen ist jetzt nicht so an einem Datum entstanden. Aber Burghausen wird das erste Mal im Jahr 1025 urkundlich erwähnt. Also da schreibt das erste Mal jemand den Namen Burghausen in eine Urkunde. Heißt damals noch Burghusun. Und die Kunigunde möchte Burghausen verschenken. Schon mal eine ganz schlechte Idee, weil so was Schönes verschenkt man ja eigentlich nicht. Da denkt sie sich als Kaiserin, ich kann das einfach tun, das ist doch mein Besitz. Genau, da liegt sie dann auch falsch. Sie darf es dann nicht tun und wir werden nicht verschenkt. Wir würden sonst nach Salzburg verschenkt werden. Wir wurden nicht verschenkt, sondern wir sind zu dem geworden, was wir jetzt sind. Und da man das nur einmal feiern kann, 1000 Jahre, wollen wir es groß feiern. Nicht übertrieben, aber schon. Naja, so wie man halt einfach einen runden Geburtstag feiert selber. Nicht übertrieben, aber schon schön. Und dann wollen wir mit allen feiern. Also wir wollen mit der Stadtgemeinschaft feiern. Mit allen und vielleicht mit Straßenfesten. Mit Straßenfesten im Jahr 2025, dass man einfach sagt, an einem Datum, da feiert jetzt jeder mit seinen Freunden, Bekannten, Nachbarn, wie auch immer. Vielleicht lernt man sich neu kennen, vielleicht hat die Straße die Tradition schon eine lange Zeit. Also Straßenfeste ist was. Es wird verschiedene andere Angebote geben und es gibt ein großes Projekt Helmbrecht. Helmbrecht 2025, das ist so eine alte mittelalterliche Versdichtung, die auch noch in der Nähe von Burghausen in Österreich in Kirchenberg spielt. Und der Helmbrecht als Bauernsohn möchte dann zum Ritter werden etc. Räubert durch die Geschichte. Aber da müssen wir jetzt gar nicht so viel verraten. Da verraten wir nicht viel. Ja? Aber das, was wir verraten können, ist, wir sind da gerade mittendrin beim Planen. Es sind ungefähr 400-500 ehrenamtliche Mitwirkende, die sich schon gemeldet haben. Es wird dann von Laienschauspielern, da haben 200-300 vorgesprochen, werden dann die Rollen besetzt werden. Es wird ehrenamtlich mit guten Schnittstellen dann zur Stadt
das ganze Technik, Organisation, Nachhaltigkeit, alles aufgebaut werden. Wir planen gerade mit dem Bergerhof-Gelände und ja, es wird spannend. Uns wird sicherlich toll, hoffentlich ist das Wetter gut. Herr Schneider, danke schön für diesen Ausblick, was das Jahr 2024 für die Stadt Burghausen bringt. Wir sind schon gespannt und freuen uns auf die vielen Gelegenheiten in der Stadt zu sehen, was die Stadt bietet, wo die kleinen Geheimnisse versteckt sind und vor allem, wie schön es sich in Burghausen lebt. Genau, danke. So muss es bleiben. Einfach gemeinsam in einer offenen Stadtgemeinschaft, weltoffen für alle, gut leben, gute Chancen haben, keinen vergessen, miteinander Burghausen genießen. Ich freue mich auch. Danke.